Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge EA Sports FC 24 mit meiner Werder Bremen Karriere. Mein Name ist Michael und wir spielen wieder zwei Spiele heute in diesem, ja, in diesem Video. Und ja, wir gucken noch mal, gegen wen wir spielen. Aber wie gesagt, checkt erstmal meinen Kanal ab, Gaming Michael BO. Ja, kommentiert, liked und lasst doch gerne einen Daumen hoch da für meine Videos. Und teilt meine Videos, das sind auch super cool. Und wenn ihr möchtet und wenn ihr mich wirklich unterstützen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo da. Einen kostenlosen Abo vor allen Dingen. Es würde mich freuen. Genauso wie auf Twitch, dort heiße ich XX Michael BOXX. Auch dort würde ich mich freuen, wenn ihr mir da ein Follow da lassen würdet. Damit ihr nichts mehr verpasst, wenn ich mal auf Twitch live gehe oder auf YouTube. Ja, dann seid ihr immer auf neuestem Stand und seht, wann ich live bin. Ja. So, dann gucken wir mal auf Kalender. Da spielen wir. Wir spielen heute gegen Augsburg zu Hause. Und im Anschluss spielen wir noch gegen Borussia Mönchengladbach auswärts. Und ja, da werde ich wahrscheinlich mit der Reserve spielen gegen Gladbach. Und damit wir fit sind gegen RB Leipzig. Ja, schauen wir mal, wie fit meine ganzen Spieler nach dem Augsburg-Spiel sind. Und ja, im Moment sieht es so aus. Tomasch, Boré, alle fit. So wie es aussieht. Ja, ich habe es. Ja, sieht gut aus. Ja, wie gesagt, an der Einstellung weiß ich nicht, ob ich das auf welches spielen soll. Manchmal in dem anderen Karrieremodus, was ich gerade spiele, mit Manchester United zum Beispiel, spiele ich auf 3 Minuten Weltklasse wunderbar. Ja, da habe ich zwei Spiele, einmal 5-0 gewonnen und einmal 5-1 gewonnen im Ligaspiel. Wiederum bei Bremen eine Karriere, spiele ich auch noch privat Karrieremodus. Da ist es auch Weltklasse, ja, unheimlich schwer auch zu gewinnen. Ja, mag sein, dass es irgendwo an den Spielern liegt, weil ich da auch super Spieler habe bei Manchester United und hier bei Bremen halt nur mittelmäßige Spieler. Mag alles daran liegen, aber ich muss mal gucken, wie ich was mache. Ja, genau. Ne? Wieso ist das denn der Regler runtergedreht beim Antritt des CPUs? Wieso ist das auf, machen wir mal auf ganz normal, auf 50, ne? So wie es auch normal ist. CPU-Antritt. Schauen wir mal. So. Ja. Gut. Gehen wir rein ins erste Spiel. Für heute Vorbericht. Ja. Okay. Dann wollen wir mal Anstoß. Also ich habe gehört, Training sollte man spielen. Ja. So, Anstoß. Wir spielen Profi, 3 Minuten im Regen im Wohn- und Westweserstadion und los geht's. Endlich kann es losgehen. Nur noch wenige Minuten, dann beginnt dieses mit Spannung erwartete Spiel. Bleiben Sie dran. Es müsste jetzt 14. 15. Spieltag sein. Nächste Folge müsste dann ja das 16. Spiel Gleich sein. geht's hier los, gleich rollt der Plus Ball, bleiben Sie dran. Transferphase. Ja, die werden wir wohl in der nächsten Folge machen. Vielleicht machen wir auch zwei Spiele ohne Transferphase diesmal. Liebe Fußballfans, Aber naja, willkommen hier egal, im das ist Wohn- jetzt und nächste Spiel. Nächste, Westfalen-Stadion. Willkommen hier zu spielen diesem wir heutigen erstmal Spiel. diese Wolf Fuß und Frank Buschmann werden zwei das Ganze Spiele und regeln los und für Sie geht's. daheim Anschluss Werder kommentieren. Bremen. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Werder Bremen gegen FC Augsburg. Ich glaube, das wird extrem spannend heute. Das wird hochklassig. Beide wollen sich zeigen, wollen ein Ausrufezeichen setzen. Und dann schauen wir mal, wem das am Ende wirklich gelingt. Gut verteidigt. So geht Werder Bremen heute in dieses Spiel. Hier ist die Aufstellung des FC Augsburg.
Angriff läuft, machen sie erstmal richtig gut. Da ist jetzt viel Zug zum Tor. Mhm. Da muss die Abwehr jetzt aufpassen. Könnte die Führung werden. Ah. Mit dem Schuss verfehlt er das Ziel doch sehr deutlich. Knauf immer, Knauf. Interessante Begegnung heute, Buschi, vor allem auch für Statistikfreunde. Es ist das Spiel der besten Heimmannschaft gegen die schlechteste Auswärtsmannschaft. Klare Ausgangslage. Oh, hallo? Sehe ich auch so, und ich denke, es wäre schon relativ überraschend, wenn das hier nicht so laufen würde, wie es eigentlich alle erwarten. Die Zahlen sind ja doch recht eindeutig. Pass kommt nicht an. Weiser. Hey, was ist das denn? Starker Zweikampf. So, sie kommen, sie greifen an und jetzt schauen sie. Wo sind die Anspielstationen? Oh. Wo ist die Lücke? Gutes Pressing. Spiel geht weiter, Vorteil nach diesem Foul. Außen wäre Platz für Augsburg. Da verlieren sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. Hier ist doch niemand zum Anspielen. Weiser. Ey. Mein Gott, nee. Sie verlieren den Ball. Jetzt bekommen sie den Freistoß. Junge. Es gibt keine gelbe Karte, aber völlig klar. Noch so eine Nummer und dann ist es soweit. Erstmal geklärt. Arne Meyer. Das ist die Chance. Er macht das ganz sicher. Boah, Junge, 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 Eckball. Was ist denn jetzt aber mal los hier? Der Ball kommt rein. Nicht einfach gegen dieses frühe Pressing anzukommen. Thiago Thomas. Viel Platz auf Außen für Werder Bremen. Das könnte die Gelegenheit geben. Gehalten. Szene geht weiter. Oh mein Gott. Kevin Babu. Der Abpfiff. Und das war es. Mein Gott, ne, ehrlich. Was ist denn hier los auf einmal? Wie habt ihr denn jetzt die erste Halbzeit gesehen? Also ich weiß nicht. War komisch auf einmal. Auf Profi und so. egal. 0-0 zur Halbzeit. Nichts, noch ist hier nichts verloren. Fortsetzen. Los geht's. Anstoß Augsburg. Durchgang 2 läuft. Entscheidet auf Vorteil. Weiter geht's hier. Das ist jetzt eine Chance. Jo, das 1-0. In der 51. Spielminute der Mann mit der Nummer 11, Thomas. Nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Zehn Tore in 12 Partien. Und jetzt sehen wir endlich das erste Tor. Arne Meyer. Jetzt Mbabu. Niklas Dorsch geht dazwischen. Jetzt will er es mit allen aufnehmen, hat man das Gefühl. Er zieht den Sprint an. Ball kommt nach hinten.
Und das nächste Tor. Das 2:0 in der 58. Spielminute, der Mann mit der Nummer 9. Bourré. Der ausgeliehene Spieler. Wir sehen nochmal die Wiederholung dieses Tores. Erst der Pass nach hinten. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Trifft den Ball wunderbar. Ist auch technisch schönes Tor. Alles richtig gemacht bei diesem Abschluss. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung. Genau so hat er sich das erhofft. Spielstand 2:0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Ja, lässt die Szene weiterlaufen. Vorteil. Ansgar Knauf. Am Ball Bourré. Schöne Bewegung. Da riskiert der Kopf und Kragen mit dieser Grätsche, aber es ist ja gut gegangen. Vielleicht die Konterchance. Die Fans können es nicht glauben. Für sie war das ein klarer Strafstoß. Das war zu hart, gibt Freistoß. Jo, war klar, dass hier noch was nachkommt. Der Spieler sieht zu Recht die gelbe Karte. Ja, Wolf, da kann er sich nicht beschweren. Diese Verwarnung geht in Ordnung. Sie wechselt. Jo. Diesen Kopfball hat er ganz ohne Probleme. Ja, der war weder genau noch hart. Da war gar nichts. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Ah. Schöner Versuch. Gut gemacht. Bald ist es soweit. Das nächste Spiel in der Bundesliga für Werder Bremen. Dann geht es auswärts gegen Borussia Mönchengladbach. Und das werden wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Da kommt er mal nach hinten. Knauf. Der Spielstand kurz vor dem Abpfiff. 2:0. Wer ist der nächste Gegner? Er kommt die Chance hier. Ah, toll gehalten. Raphael Bourré. Da ist der Ball hier erstmal weg. Ah, Junge, Junge, Junge. Na, Keita raus. Knauf raus. Und Weiser raus. Ja. Augsburg vielleicht jetzt über außen. Sie versuchen viel, um hier wieder ins Spiel reinzukommen, aber diese Chance können sie nicht nutzen. Und man spürt, da geht vielleicht noch was. Und jetzt wird auf beiden Seiten gewechselt. 60 Sekunden gibt's noch als Nachspielzeit. Das war's für heute. Das Spiel ist zu Ende und Sie dürfen sich hier 2:0 gewonnen zu Hause. Das ist natürlich schon das Resultat, das die meisten erwartet hatten. Es liegt einfach zu viel zwischen diesen beiden Mannschaften. Das beste Heimteam gegen das schwächste Auswärtsteam. Wer denkt da, dass es wirklich knapp werden kann? Am Ende ist es dann der klare Sieg. Sie waren überlegen, haben es verstanden, die Überlegenheit auf dem Papier, auf den Rasen zu transportieren. Ja, ja, das stimmt. Ja. Na gut. Erstes Spiel haben wir absolviert für heute in dem Video. Und eins machen wir noch. Auswärts gegen Gladbach. Ja, ja, du gehörst weiter zum Team. Mensch, jetzt hol doch nicht rum da, Rodriguez. Bleib auf dem Teppich, du bist eh verkauft, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, ob du den verkauft. Ich meine, ja.
Transferzentrale. Etc. Ach nö, etc. verkauft. Wollte mal verkauft. Koller ging nicht durch. Ein Opitz ist auch noch drauf. Okay. Ich weiß nicht, ob ich den überhaupt verkaufen soll, den Opitz. Ich weiß nicht. Koller geht ja auch. Der ist auch gut. Ne, der geht auch noch. Ist auch noch da. Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall sind die beiden schon mal weg, etc. und wollte mal dann ein bisschen spielt noch ein bisschen Geld in die Kasse. Genau. Jugendstab. Ja, guckt euch das mal an, den Jugendstab, den müsste ich eigentlich rausschmeißen. Müsste mir eigentlich mal einen neuen holen, ja. So einen zum Beispiel. 2,3 Millionen mit dem Konto. Ja. Oder weiter. So, um das jedes Mal kommt mit den Trainings, braucht Zeit und bla, dies und blub. Ich habe den Training doch so eingestellt und gut. Ich verstehe nicht, warum die da ständig dazwischen funken wollen. Keine Ahnung. Starker Fokus auf ja. Wo ich ja eigentlich ausgeglichen machen sollte. Ja. So. Ja, Keita ist nicht fit. Nabi Keita. Ja, egal, aber kann erstmal noch spielen. Ja, hat sich keiner verbessert. Weiß nicht genau, vielleicht. Ach, dass das jedes Mal kommt, ne, das nervt auch, Junge, Junge. Okay, 22 Wochen. 19 Wochen. Aha. So. Gut. Alles klar. Dann gehen wir. Lass mal teuer gucken. Gut, da sind wir auch mit 14 Spielen, 13 Siegen, ein Unentschieden. Und das in der zweiten Saison schon. Deswegen sage ich ja, also. Ich muss mal gucken einfach, bis ich will für 7 Punkte vor Bayern und 10 Punkte vor Leipzig. Ja, gehen wir rein ins nächste Spiel. Leute. Ja, Anstoß. Welche Trikots nehmen wir? Haben wir? Ja, das ist okay. Und ja, gehen wir rein. Jetzt geht's hier gleich endlich los mit diesem Spiel, auf das wir uns schon seit Tagen freuen. Bleiben Sie dran. Oh, es hat geschneit. Es hat geschneit. Wird es klappen? Gleich erfolgreich. Wir sind live dabei. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier in Borussia Park. Borussia Mönchengladbach und los geht's. Ausgetragen wird. Willkommen. Ihre beiden Kommentatoren heißen Wolf Fuß und Frank Buschmann und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen. Spannende Sache, Wolf. Sehr interessantes Duell. Wer kommt besser rein in die Partie? Da ist die Chance. Ja, das 0:1 in der 6. Spielminute
Der Mann mit der Nummer 11. Thomas. Ja, das meine ich so, ne? Das sind so. Da geht er natürlich klasse an ihm vorbei, lässt ihn einfach stehen und macht das Tor. Eine super Aktion. Besser geht's nicht. Elf Tore, 13 Partien. Spiel läuft wieder, Gladbach ist hinten. Jetzt muss eine Reaktion kommen. Hannes Wolf. Player. Geht vielleicht was für Gladbach. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Super vom Torwart, aber der Freistoß war auch nicht so gut. Das stimmt. Weiser. Keita. Bore. Gut reingespielt. Riesenchance. Tor. Du hast 0:2 in der 19. Spielminute. Naby Keita. Kommt dieses Tor noch mal. Zuerst der Ball nach hinten und dann setzt er sich durch. Willensstark, das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Weigel. Leiner jetzt. Honorar. Ah, das muss er besser lösen, müsste gelb geben. Wow. Gelbe Karte gegen Borussia Mönchengladbach also. Honorar. Und das auch zu Recht, das Einsteigen war zu hart. Ja. Nicht abgepfiffen nach diesem Foul, gibt erstmal Vorteil. Sie suchen die Lücke, Nebenleute bieten sich gut an. Aber dann kommt doch der Ballverlust. Hannes Wolf. Schöner Pass da. Jetzt kommt der Schuss. Da wird er ab. Schöne Pass da? Hab ich verstanden. Peter. Da ist Platz für den Konter. Bremen mit dem Platz auf Außen. Kramer. Gladbach über den Flügel jetzt. Ach ja, natürlich. Gib doch rote Karte, komm. Ist es nur noch ein Tor. Die Schiedsrichterin gibt hier Elfmeter, verzichtet aber auf eine Verwarnung. Ein bisschen überraschend, denn das hätte mindestens eine gelbe, vielleicht sogar die rote Karte geben müssen. Diesen Elfmeter lassen Sie sich. Ich bin schon 10-mal früher gesprungen, als der sich bewegt hat, hör mal. Was ist das denn? Da bin ich schon längst gesprungen. Gladbach darf hier wieder hoffen. Wichtiger Anschlusstreffer. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Klasse Timing, da kommen sie nicht durch. Björns, Pauspfiff. Gleich geht es hier also weiter mit Durchgang 2. Naja.
Ich glaube, die meisten Fans dürften da mit der Leistung vor der Pause zufrieden sein. Wie hast du es gesehen? Naja, holt ihm auch zu futtern. Anstoß, wer da losgeht, zweite Hälfte. Die zweite Hälfte läuft. Die Chance jetzt. Tor. Du hast 1:3 in der 49. Spielminute. Der Mann mit der Nummer 9. Boré. Schöner Treffer hier. Der passt ganz genau. Ja, da oben in der Ecke ist er dann unhaltbar. Auch schönes Tor. Keita raus. Da war ja schon angeschlagen. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Hier sehen wir die nächste Paarung in der Bundesliga. Eingeblendet für Borussia Mönchengladbach. Dann geht es auswärts gegen Eintracht Frankfurt. Und ich glaube, das könnte ein echtes Highlight werden. Er kann sich durchsetzen. Tolle Chance. Das 1:4 in der 55. Spielminute. Der Mann mit der Nummer 48, der eingewechselte Rodriguez. Schönes Tor. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch und dann bringt er den Ball im Tor unter. Gar nicht besonders hart, aber mit so einem Ball hat der Torhüter nicht gerechnet. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. 4-1 jetzt also. Honorat. Am Ball Leiner. Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Die Gefahr erstmal bereinigt. Stefan Leiner. Hier kurz der Hinweis auf den kommenden Gegner von Werder Bremen. Ja, es geht gegen Leipzig im nächsten Bundesligaspiel. Und wir schauen mal, das ist eine Partie, die eine Menge in petto hat. Sie können kontern. Abwehr lässt sich da viel Zeit. Ja, aus so einer Konterchance müssen sie einfach mehr machen. Da verlieren sie den Ballbesitz. Ich muss mal gucken, wegen Aussichtsspieler hier. Hier müssen doch alle gleich wieder fit sein. So. Gut. Boré ist. Okay. Ist nicht so schlimm. Dann Knauf raus. Ein Cessignon. Der ist auch immer nie so ganz fit, nicht? Ja, machen wir den mal raus. Jetzt ist die Kugel weg. Bremen kann über außen kommen. Da kommt der Schuss. Gehalten. Macht er gut. Auf beiden Seiten wird nun gewechselt. Ach ja, Leute. Jetzt der Eckball. Oh. Ecke findet keinen Abnehmer. Thiago Thomas. Jetzt ist der Platz da. Oh mein Gott. Aber wir schauen weiter genau hin. Hat also nicht gereicht in dieser Szene. Es bleiben hier noch 8 Minuten.
Und jetzt haben sie den Ball. Die Nachspielzeit wird. Kann ich noch mal einen auswechseln? Ich weiß nicht. Da angezeigt, eine Minute gibt es noch oben drauf. Und jetzt der Doppelwechsel. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Die Gäste dürfen jubeln, die Schiedsrichterin pfeift dieses Spiel in der Liga ab und sie holen sich hier am Ende den Sieg. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie sie heute aufgetreten sind. Man hat gemerkt, sie wollten dieses Spiel unbedingt für sich entscheiden. Das war gut, was er heute angeboten hat. Naja. Jo, Leute. Zwei Spiele. Zwei Siege. Hört sich doch gut an. Ja, so, Posteingang. Ja, das hätte ich eigentlich ausmachen sollen, aber ich, wie gesagt, ist es zu spät. Alles gut. Was haben wir hier? Ach so. Okay. Mhm. ZOM ist er jetzt. Und dann. Zwei Wochen. Dann nehmen wir das. Manchmal einen interessanten Torwart. Oder Innenverteidiger ist nicht so. Gefällt mir nicht. Nur noch 77. Und ja. Nee, ich glaube, den lasse ich gehen. Weiß es nicht, weil oder ich hole den, verkauf den oder so, mal gucken, gibt wieder ein bisschen Kohle. So, ja, ich bin stolz auf dich. Stage, weiter geht's. Oha, okay, Cola. 550, ja, kann man annehmen. Von mir aus. So, Posteingang. Ja, vor uns liegen wichtige Spiele. Und jetzt spielen wir auf jeden Fall. Nächstes Mal spielen wir auf jeden Fall dann gegen Leipzig. Ich glaube, die letzte. Ligaspiel diese Saison in der Hinrunde, letztes Spiel. Ich bin gegen den Viertplatz hin, okay. Ja, Kalender. Ja, das ist das letzte Spiel vor der Winterpause. Und ja. Sehr gut. So. Alles klar, ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, ich hoffe ja, dann ja, guckt auf Gaming oder schaut mal auf Gaming Michael BO vorbei, Gaming Michael BO, kommentiert, liked und lasst doch gerne einen Daumen hoch da, wenn ihr das möchtet, und teilt meine Videos und lasst auch ein kostenloses Abo da, wenn ihr das möchtet, das wäre super cool, wenn ihr mich unterstützen wollt, tut das bitte. Und genau wie auf Twitch, dort heißt ich XX Michael BOXX. Auch dort würde ich mich freuen, wenn ihr ein Follow da lassen würdet, damit ihr nichts mehr verpasst, von wegen live-mäßig, ne? Twitch oder halt YouTube. Das wäre super cool und ja, würde mich freuen. Und so wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael.